Servus Leute und willkommen zurück beim Community Kopfbau. Heute mal nicht Verstärkung vom Konsti, sondern von Mia. Ja. Grüße und nice, dass du mit dabei bist. Sehr gerne. Wir gucken uns wieder eure Kopfbau-Videos an und ich würde sagen, wir hüpfen auch einfach direkt rein. Für alle, die nochmal die Regeln sehen wollen, einfach Part 1 angucken. Da wurde alles genau erklärt, wie ihr auch ein Video machen müsst, um auch in einem Video zu landen. Und herzlich willkommen zu meinem Community Kopfbau-Video. Als allererstes werde ich euch meine Shisha-Sammlung und meine Tabaksammlung und ein bisschen Zubehör zeigen, was ich noch so daheim habe. So, wie gerade schon angekündigt, kommen wir jetzt erstes zu der Pfeifensammlung. Da haben wir hier einmal eine CRT-Tradi-Pfeife, in der wird natürlich nur Traube Minze geraucht, am besten auch noch Black Nana. Dann haben wir hier natürlich noch drei Pfeifen von mir, beziehungsweise eine davon ist von meiner Freundin. Ich kenne die nicht mal. Die Bowl sah erst aus wie eine Ian Atom. Habe ich mir auch gedacht. Die Base sieht aus wie eine Mose One. Ja. Und bei der Rauchsäule, weiß ich nicht, WD. Also sehr, sehr wild. Das ist wahrscheinlich eine Tribus, weil das sind die einzigen Dreischlauchpfeifen, die ich sonst so kenne. Ganz links, eine meiner ersten Pfeifen, die ich damals bekommen habe. Ich glaube, das müsste eine CRT M19 sein oder M16. Okay. Dann steht in der Mitte eine CRT Batman. Das ist die Pfeife. Ach krass, das ist eine CRT. Okay, wusste ich nicht. Hm. Heftig. Und ganz rechts haben wir die Buka Olis mit einer sehr, sehr schönen Bowl, wie ich persönlich finde. Halt so ein Klassiker, ne? Ja. Buka geht einfach immer. Und noch zwei Travel-Pfeifen. Einmal die Odoman Micro und einmal die Odoman N2 Travel. Und als letzte Pfeife in meiner Sammlung. Okay, das Beste kommt zum Schluss, aber es ist eine teilvergoldete Aeon Edition 4 Premium mit Frozen Panda. Geil. Wild, Digga. Sehr, sehr geil. Sehr krasse Pfeife. Und das Gold kommt richtig krass. In der Sammlung befindet sich eine Aeon Edition 4 Premium in teilvergoldet mit der Frozen Panda Bowl. Für mich persönlich im Moment einfach die schönste Pfeife, weil ich sie mir auch erst vor kurzem gekauft habe. Dann kommen wir so ein bisschen, ja, zu dem Shisha-Regal, was hier auch schon in der Ecke stand, wo auch die Odomans drin sind. Nice Auswahl, den kenne ich tatsächlich nicht. Bisschen X-Shisha, noch ein paar Kalauts. Und dann gehen wir auch gleich schon mal rüber zum Tabakregal, was hier direkt daneben an ist. Da hätten wir einmal Almassiva handgemacht und illegal, den wir auch gleich rauchen werden. Dann White. Da würde man aber was finden, du. Da würde ich auch was finden. Da würde man, ja. Ja, ich auch. Ja. Doch. Du auch? Mhm, ja, ich auch. Finden. Ja. Punch, sehr viel von Holzer, muss ich dazu sagen. Ist mit einer meiner Lieblingsmarken. Da hinten haben wir noch Oast Tobacco, müsste African Queen sein. Ganz hinten noch der alte Grape Mint. Ja. Geil. Und zweimal Somo, einmal Hype X und einmal Mellow Drip. Dann hier unten haben wir Miss Josie. Wo sogar noch einen alten Somo und Bloody Pa. Und ein Kilo Black Nana. Digga, ich komm vorbei. Was ich sehr, sehr feier. Ein Kilo Black Nana, welches aber umgefüllt wurde. Hinten zwei Aquamenta-Sorten, einmal Exotik und einmal Colors. Da hinten steht noch Moloko Green. Fand ich auch geil. Viele haben gesagt, da ist zu viel Ingwer drin. Ne? Ich fand das gerade geil. Ja, da war richtig Ingwer am Start. Fand den auch gut. Einmal Bloody Punch ist für mich auch einer mit der besten Orangentabaks. Und eher Grapefruit mit ein bisschen Blutorange, aber ich finde den auch sehr geil. Den alten Somo Dragon Wall, den ich mir sehr, sehr aufbehalte, weil er für mich einfach eine Rarität ist und der wird sehr, sehr selten geraucht. Haben wir unten noch ein Regal, in dem Tabaksorten umgefüllt sind. Einmal Darkside Ola in der Core-Variante, ein Must-Have Pinkman, ein Darkside Falling Star und hier ist das umgefüllte Kilo von Black Nana drin. Ja. Dann haben wir hier noch ein Schutzgitter, was ich mir selber auf Arbeit gebaut habe. Ach krass, das ist ja cool. Wild. Sieht sogar viel hochwertiger aus als die anderen. Echt so. Weil die anderen sind ja immer nur so Gitter. Mhm. Klar, macht auch Sinn, ne? Super einfach herzustellen. Und da musst du ja ein komplettes Blech durchlöchern, denke ich mal. Oder durchwalzen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich kenne mich mit sowas auch nicht aus. Frag mich Kamerazeug, da kann ich was sagen. Aber hier Metallverarbeitung. Ich bin schon froh, dass ich den Unterschied zwischen Fräsen und Drehen kenne. Das gute Kopfbaubrett, mit was auch selbst gebaut ist. Wir machen weiter. Selbst gemacht ist auf Arbeit. Und zwei Pfannestopfen, welche auch selbst gedreht wurden auf Arbeit. Ja, man macht sich viel auf Arbeit für die eigene Pfeife, würde ich sagen. Schon geil. Und dann, schon cool, also ohne Scheiß, da bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf so Leute, wenn die ich handwerklich begabt sind oder was? Nicht nur handwerklich begabt, so handwerkliche Begabung bringt dir in dem Fall nichts. Du brauchst ja auch krasse Maschinen für sowas. Schon, aber die auf der Arbeit die Möglichkeit haben, mal sowas nebenbei zu machen, finde ich saugeil immer. Weil es ist halt einfach ein Unikat. Ja, safe. So, weißt du, also finde ich geil. Gehen wir auch schon mal rüber zum Kopfbau. So, und dann werden wir auch schon wie schon gesagt, bauen wir heute handgemacht und illegal von Massiv, dem guten
Ion Vulcan Funnel. Als allererstes, wie immer, natürlich, machen wir uns die Dose auf. Hätte ich auch mal wieder so Bock auf den Kopf, ne, handgemacht und illegal. Rühren einmal kräftig um. Dann packen wir uns den Pfannestopfen und lassen das Ganze. Finde ich auch cool, dass wir mal einen Vulcan sehen. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Aeon-Pfanne, meine ich. Ja, bin mir nicht sicher. So wenn er gleich mit der Iron raucht, macht es halt Sinn, ne? Ja, ist schon geil. Ja. Locker flockig. Können das Ganze schon mal so ein bisschen verteilen. Dann drehen wir uns den Kopf nochmal. Sieht bis jetzt, wenn er so weitermacht, nach einem guten Vollkontakt aus. Bis dahin. Und sie würde jetzt sagen, ah, er hat auch gekleckert, so wie wir. Echt? Ja, weil, ey, das war so krass, so Konsti und ich, wenn wir Köpfe bauen, Sauerei. Ja. So richtig Sauerei. Und im Community-Kopfbau waren so viele dabei, die so ultra ordentlich gebaut haben und Konsti und ich waren so, wie macht ihr das? Bei uns ist immer Sauerei danach. Hast du so schon gewesen, dann verteilen wir das Ganze hier noch ein bisschen. Ja. Ich hoffe, er drückt das jetzt nicht zu sehr an, weil es ist schon eine Menge Tabak. Wenn du das jetzt andrückst, könnte Krise sein. So. Also meine Gedanken zum Kopfbau bis jetzt. Sieht geil aus, wie er es verteilt. Ich hätte nur eine Sorge. Ich schätze, wenn man die Smokebox draufsetzt, wird der Durchzug erstmal Rips sein. Ist kein Ding. Wenn man das dann noch ein bisschen dreht und so, dann passt das. Ne? Also du kriegst den Durchzug wieder hin. Mach hier noch so ein bisschen den Rand sauber. Alles, was hier so am Rand liegt. Ah, das wird schon sehr, sehr sportliches Setup. Ich finde, hier und da sieht es noch relativ viel aus und dafür fehlt hier ein bisschen. Oder? So hier die Ecke, da könnte noch ein bisschen was hin. Im Vergleich zu dem. In der Mitte auch. Also hier? Ja, ums Pfannenloch drumherum. An sich würde ich dir recht geben, aber das ist der Aeon Vulcan und bei dem sitzt das Pfannenloch relativ niedrig. Das heißt, wenn du hier komplett hochbaust bis innen, hast du tatsächlich das Problem, dass du fünfmal in der Pfeife ziehst und die Bowl sieht nach mehr Tabak aus als der Kopf. Ah, okay. Ne, weil der jetzt wirklich sehr niedrig ist. Aber an sich muss ich sagen, ich glaube, du hättest den Kopf auch mit 3, 4, 5 Gramm weniger Tabak bauen können und hättest die gleichen Ergebnisse. Also ich bezweifle, dass er ohne Kohle nachlegen, glaube ich, safe wird das nicht alles verbraucht. Vor allem das, was halt unten liegt. Ja. Und mit Kohle nachlegen gibt es dann, glaube ich, auch bessere Alternativen an Köpfe. Aber um mal auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, der Kopf wird bestimmt laufen. Also wenn er da mit der Hitze aufpasst, 2-3 Mal den Kalau dreht, dann wird das Bombe laufen. Ne? Das wär's dann auch schon. Machen wir uns mal die Kohle an und sehen uns dann gleich beim Endergebnis. So Leute, und da bin ich auch nun wieder. Und die Kohle ist jetzt auf jeden Fall an. Pfeife, geil. Finde ich cool, dass er es in kurz raucht. Sieht man nicht so oft, aber macht tatsächlich einen geilen Unterschied bei der Aeon. Und den Anzug und den Durchzug wird er bei dem Kopfbau auch gebrauchen können. Wir rauchen mit 3 Schießko-Kohlen drin. C26 mm. Und wir nehmen jetzt auch mal den ersten Zug. Die Kohlen sind ungefähr 2-3 Minuten schon drauf. Oder 4 Minuten auch ungefähr. Und guck mal, was der Kopfbau so sagt. Will ich mir das ein oder ist das Mundstück krass lang? Sieht schon relativ lang aus. Schon echt sehr lang. Also wenn du das mit der Aeon vergleichst. Ja. Ich würde sogar sagen 50 cm, 40, 50 cm. Ist schon großes. Aber ich glaube, da muss er schon ordentlich ziehen, ne? Wie gesagt, sind die ersten beiden Züge. Wenn da auf jeden Fall angeraucht ist, geht auf jeden Fall noch mehr. Auf jeden Fall war das mein Kopfbau-Video. Schade, ich dachte, ich hätte mir gewünscht, dass man es nochmal sieht, wenn er den auch angeraucht hat und vielleicht noch 2-3 Mal den Kalaut gedreht hat, weil dann wird der Durchzugbombe sein, Rauch wird noch ein bisschen mehr sein, aber das sieht auch so aus, als wäre er schon auf dem richtigen Weg. Und wenn das nicht stört vom Durchzug her, wunderbar. Aber dicker Kuss fürs Einsenden vom Video, sehr, sehr geil geworden. Grüße gehen raus an den Berliner Shisha-Troniker. Gucken wir mal rein ins nächste. Das nächste ist von Y-Soul. Da ist auch ein Community-Kopfbau angekommen. Ton anmachen. Moin, was geht? Das ist mein Kopfbau für den Community-Kopfbau. Das ist meine Pfeife, ich bin ehrlich gesagt. Eine Lasisa, wir haben Litlip am Start. Nice. Adaptiert auf 2 Anschlüsse. Das ist halt wieder so das Ding, ne? Da würden sich jetzt viele beschweren. Lasisa und hier klein und mit so 2 Amy-Anschlüssen so. Digga, das Ding wird vollkommen okay sein. Weißt du, also. Das ist wie wenn du jetzt so, wenn du halt die ganze Zeit E-Klasse fährst und dann fährst du einen Astra. So, ja, natürlich, die E-Klasse hat so Massagesitze und dies, das und macht ein bisschen mehr her. Bring dich beide von A nach B, weißt du? Also,
Man kann mit sowas easy peasy rauchen, das funktioniert wunderbar, das ist absolut in Ordnung. Ich finde es sogar geil, dass wir das jetzt mal hier sehen und nicht immer nur einen Mason und einen Ian Flex und hast du nicht gesehen, auch wenn ich das natürlich auch feiere, es hat beides was Geiles. Ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Aber du kannst mit dem Ding easy peasy rauchen, das wird wunderbar in Ordnung sein. Ich habe leider kein Cloud, deswegen benutze ich einfach den Kopf von meinem. Das würde mich schon mehr stören. Die ist in Ordnung, aber gerade auf dem Little wäre sie mir ein bisschen zu groß. Wir werden das bestimmt nachher noch sehen. Das sieht sehr, sehr weird aus. Aber ja, ist halt bei manchen Köpfen dabei und dadurch deutlich erschwinglicher als so ein Kalaut, ne? Ist auch ein bisschen dreckig. Ich muss sie mal wieder sauber machen. Das ist meine einzige Pfeife, die ich habe. Ich habe nur sonst noch eine Tradi, aber die ist jetzt in der Garage und ich müsste jetzt wieder dahin. Sonst bunkere ich alles immer da, aber sonst habe ich nichts Gewünschtes da. Nur den Standard-Tonkopf, einen Steinkopf. Nichts Besonderes auf jeden Fall. Aber funktioniert. Eine Tabaksammlung habe ich auch nicht so wirklich. Ich habe nur leere Dosen, die halt rumfliegen. Ich müsste dann da hinten zur Garage gehen. Aber sieht gut aus. Im Sommer ein Köpfchen draußen. Sieht echt sehr schön aus. Voll schön, ja. Hat so ein bisschen was von so einer griechischen Terrasse, finde ich. Ja. Griechisch. Auf jeden Fall baue ich heute. Wie auch immer. Den Holzer Gregman 2. Nice. Ich habe den noch gar nicht geraucht. Ich habe den kompletten Minzshot reingetan. Was, glaube ich, ein Fehler war, damit ich erstmal gucken kann, wie es mir passt. Das ist kein Fehler. Also, für Leute, die nicht viel Minze mögen, ist der Ganze ein bisschen viel. Ich finde es mit dem Ganzen richtig geil. So, bevor ich rauche, kommen wir erstmal zum Kopfbau. Tabak ist schon umgerührt, ist noch randvoll. Das ist übrigens ein richtig geiler Tipp. Wenn ihr einen Kopfbau filmen wollt, nehmt euch einfach eine Pfeife, legt euer Handy so auf den Kohleteller und baut einfach den Kopf hier. Dann hat man so ein bisschen was von der Bowl am Start, aber man hat eine super geile Top-Down-Perspektive. Und diesen Genie-Ding. Den habe ich mal von einem Jubiläum bekommen. Der hat ein Jubiläum in unserem Store aus einer Geschenktüte. Einfach reinfallen lassen. Ich wollte mir noch eine Gabel zu. Wenn ich so baue, wenn ich aus der Dose den Tabak so rausfische, dann nehme ich am liebsten noch irgendeinen Funnelstopfen oder so. Naja. Weil da fällt mir dann am meisten Tabak rein. Bin ich auch mal gespannt, was er zum Grape sagt. Schön rein damit. Da muss nichts rein. Gehen auch schon an. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ja, ich würde da auch lieber eine Kuchengabel nehmen, aber ey, wie er bauen will, so juckt mich doch nicht. Wenn er am Ende happy mit seinem Kopf ist, wenn er happy mit seiner Pfeife ist, dann ist doch alles gut. Ob der mit einem Stäbchen baut, mit einer Gabel oder wenn er mit einem Messer baut, ist mir auch halt egal. Auch nicht, nee, juckt halt nicht, wenn es am Ende gut ist. Wäre es mit einer Gabel ein bisschen einfacher? Wahrscheinlich, Digga. Wäre es mit einer Gabel Stecherkombi am einfachsten? Wahrscheinlich, Digga. Aber, ne? Zum Glück habe ich eine Serviette hier, sonst würde mich meine Mutter umbringen. Und von der Menge her und von der Verteilung her sieht es bis jetzt geil aus. Von oben ist das immer ein bisschen Krise, das zu beurteilen. So, das könnte jetzt auch ein Zentimeter drüber sein. Das reicht, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Sehen wir gleich. Verteilen. Aber das sieht auch nach geübten Handgriffen aus. Komm rein. Der Lidlip ist echt so ein Meisterwerk geworden. Wenn man vergleicht, vorher gab es nur die Drip Bowls von Ukain, die halt echt nicht geil waren. So, die waren okay, aber halt wirklich nicht mehr als okay. Der Dings war noch gutes Splash, oder? Ja, das war auch so ein komisches Depot. Also, die waren okay. Ja. Aber der Lidlip ist einfach richtig geil. Und der Unterschied von dem okay zu dem richtig geil, ey, für mich ist das der erste richtig geile Hukain-Kopf. Und der Lashlip setzt nochmal einen oben drauf. Nicht in die Mitte fallen, ey. Da ist noch nichts reingefallen, ja. Props. Doch, es reicht perfekt. Zum ersten Mal muss ich keinen Tabak nachlegen. Aber er nimmt es wenigstens mit Humor. Ich brauche immer ein bisschen gerne auf Kontakt. Weil mehr Geschmack, mehr Rauch. Bin ich auch voll dabei. Das will man ja immer haben. Deswegen habe ich mir auch einen Funnel geholt, weil ich habe angefangen mit dem Amy Kristallglaskopf zu rauchen. Und da habe ich gemerkt, Funnel ist perfekt für mich. Und seitdem habe ich noch gar nicht mehr mit einem Mehrlochkopf geraucht. Außerhalb beim Kollegen, die nichts anderes da haben. Sollte fast fertig sein eigentlich. Aber sieht sehr nice aus. Sollte ein schöner Noppenkontakt sein. Verteilen sieht auch gut aus. Ja, genau so hätte ich ihn auch gebaut. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Wenn er jetzt nochmal mit dem Zeber oder so über den Rand geht oder mit dem Finger. So, jetzt nochmal hier. Ja. Ich weiß, ich habe da einen Zeber, aber ich habe jetzt keine Lust, das zu nehmen. So. Man kennt's. Wie man sieht. Das sieht doch geil aus. So ein bisschen. Sieht doch geil aus. So, das Blatt ist wahrscheinlich eben wieder hingerutscht oder verflogen, als er den Kopf genommen hat oder so, weil er hat ja extra die Runden gemacht. Aber es sieht super geil aus. Mhm. Sieht super geil. Ich wüsste nicht, keine Ahnung. So, minimal das und das hätte ich noch mit reingemacht. Aber das sind so absolute Kleinigkeiten, die jucken nicht.
Ich lasse den Kopf noch ein bisschen warm werden. Dann nehme ich den ersten Zug und dann gucken wir zusammen, wie die Rauchentwicklung ist. So, ich habe die erste Kohle schon mal runtergenommen. Jetzt ziehe ich mal. Das sieht doch schon mal geil aus von der Rauchentwicklung. Sehr nice. Boah. Ja, ist echt. Kalt, ne? Frisch. Sehr minzig. Ja. Boah. Der drückt gerade. Man muss halt auch dazu sagen, wenn du den jetzt angemischt hast mit einem ganzen Shot, die ersten Züge, wenn du den heiß werden lässt und dann ziehst, die sind wirklich, Digga, das ist Minze voll in die Fresse. Bisschen. Das ist auch ein super Trick, den ich sehr, sehr oft anwende. Ja. Wenn ich den Kopf heiß werden lasse und ich merke, ah, das ist schon ein bisschen viel schnell Hitze, dann einfach kurz die Smokebox anheben, ein bisschen über den Tabak pusten, dann kühlt ihr den Kopf nochmal, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Grad runter und dann wieder drauf und dann kann er sich wieder langsam dran gewöhnen. Richtig, richtig nice Sache, mache ich sehr oft, sehr, sehr oft. Bisschen drehen, zur Not nehme ich noch die eine Kohle runter. Boah. Da hat die Münze schon rein, wa? Irgendwie feiere ich so ein bisschen unbeholfen, aber das hat Charme irgendwie. Ja, safe. Voll sehr nice. Sympathisch. Rauchentwicklung sieht brachial aus. Sieht echt geil aus. Man muss aber auch dazu sagen, er sitzt jetzt natürlich neben dem sonnigen, quasi neben dem Fenster, wo Sonne einfällt. Und so ein Fenster ist praktisch wie eine große Softbox. Das ist ein sehr geiles Licht. Aber Kopf läuft. Aber sieht krank aus. Ich rauche den zum ersten Mal. Voll krass, dass kleine Pfeife so gut rauchen kann, oder? Ja, schon. Krass, ne? Ja. Das erste, was mir auffällt, sehr minzig, spüre ich im Hals, das merkt man auch. Aber eine leckere Traube. Gefällt mir. Ich würde sagen, er hat ja jetzt nur die ersten Züge genommen. Die sind immer sehr krass. Nach 10 Minuten pendelt sich das geil ein mit der Minze, finde ich. Warte gut. Und das war's dann mit meinem Kopfbau. Jetzt wird erstmal gezockt. Sehr nice. Ja, ciao. Digga, viel Spaß beim Switch-Zocken. Ja. Kuss fürs Einschicken vom Video. Sehr nice. Kopfbau war top, Digga. Würde ich genauso rauchen. Okay, hier haben wir noch eine kurze Runde. 3 Minuten. Bin ich gespannt, ob da alles mit drauf ist, du. Mhm. Schöner Kopf. Also. Ja. Okay, Lip Cool Water. Obwohl der andere auch rum. Hört sich an, als wäre da ein Feuer an, ha? Ja, ein bisschen. Wild. Ein Must-Have. Nice. Sehr stark. Auch die Banderole abgezogen. Ja, das ganze Außending finde ich auch immer richtig schön. Mache ich bei Must-Have-Dosen immer. Ihr könnt diese äußere Folie, da sind ja bei Must-Have eh nur Warnhinweise drauf. Könnt ihr gucken, okay, einmal steht kurz der Name drauf. Mhm. Sieht man am Deckel viel besser. Mache ich auch immer so. Und dann weiß ich auch, ich habe meistens, also wenn Must-Have mal verfügbar ist, kaufe ich meistens mehr. Ja. Habe ich ein paar Dosen da. Und dann weiß ich auch immer, was sind meine angebrochenen Dosen, was sind meine geschlossenen Dosen. Gut. 300 Deko, musst du wissen. Hat irgendwie was, diese Lagerfeuer-Vibes und dann Kopfbau. Sieht auch sehr nice aus bis jetzt. Fix, gut. Muss noch ein bisschen verteilen. Wird jetzt noch ein bisschen verteilen, noch ein bisschen andrücken, also Bilderbuch, Must-Have-Kopfbau. Das erinnert mich an diese Inder, die im Wald diese geilen Sachen bauen, wo du auch nur diese Aerial-Sounds hast. Ja. Voll geil, mega entspannt. Können wir auch zum Einschlafen angucken. Heute, glaube ich, ein neues Video von Offen und Ehrlich raus dazu, wie fake das einfach alles ist. Ja, alles so knapp unter den Rand. Das sieht nach einem sehr, sehr sportlichen Must-Have-Kopfbau aus. So. Der wird gut reinballern. Finde ich nice. Muss man mögen, aber wenn es das ist, was er will, geil. Ah, sehr schön. Rand wird noch ein bisschen frei gemacht. Dann Rand nochmal sauber machen und dann rein in die Masse. Kalaut drauf. Let's go. Abfahrt. Sieht geil aus, der Kopfbau. Mhm. Den Rand noch sauber machen, dann ist top. Ja, hat er gemacht. Sieht geil aus. Sieht nach top Must-Have-Kopfbau aus. Ja. Würde ich genau jetzt Kalaut drauf. Wunderbar. Leute, ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesmal so krass viele hervorragende Kopfbau-Videos sehen. Ja. Also ganz ehrlich, ihr braucht mich ja bald nicht mehr. So, was soll ich denn da noch sagen? Weißt du, also... Was haben wir da?
Das ist eine sehr gute. Die Base hat mich aber verwirrt. Die sieht so krass kantig hier aus. Findest du? Ja. Rauchsäule und Bowl, Aladdin MVP. Ja. Aber die Base sah so eckig aus. Hab ich fast ein bisschen verwirrt. Auch Entwicklung geil. Ja. Also gut. Ja. Wilde Hütte auch. Kann ich auch verstehen, wenn er den Must-Have auf dem Kontakt jetzt nicht ultimativ Hütte gibt. Ja, das ist schon wirklich so Leben am Limit mäßig. Aber ist geil. Ist geil. Leute, auch diesmal wieder Kuss für die Einsendung. Es ist zu nice zu sehen, als Shisha-YouTuber, der sonst meistens nur Namen in einem Chat liest oder Namen in den Kommentaren liest, euch zu sehen, wie die Köpfe wollen. Ich weiß, ich sag das jedes Mal, aber ich find's halt auch einfach geil. Kuss fürs Einsenden. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.